Ja, ist denn heute schon März? Warum sage ich das denn? Ja, weil diese Snickers bald in Deutschland verfügbar sind. Und da die jetzt bald kommen, probieren wir sie jetzt schon aus. Snickers Creamy Peanut Butter im Test vor dem Deutschlandstart. Willkommen bei der Food Show. Ja, im Vorspann habt ihr das schon gesehen. Snickers Creamy Peanut Butter. Ja, kommt wirklich, wie ich es erwähnt habe, im März 2021 offiziell nach Deutschland. Soll keine limitierte Auflage sein, angeblich soll ein dauerhaftes Produkt sein. Ob sich das noch ändert, das weiß man ja immer nicht. Aber ja, das hier habe ich mir schon mal besorgt aus Niederlanden. Aus den Niederlanden, so stimmt es nicht ganz, aus den Niederlanden von Snack hier. Der hat die nämlich schon, der hat aber die US-Version natürlich schon importiert. Ja, und die kommt jetzt offiziell nach Deutschland. Es soll die gleiche Version sein, das wurde jedenfalls so angekündigt von Mars. Dass es auf jeden Fall die gleiche Version sein wird. Ihr sollt also hier einen Snickers bekommen mit cremiger Erdnussbutter. Es gab ja mal einen Snickers Cream, es gab mal einen Snickers Peanut Butter. Da war die Erdnussbutter aber nicht cremig. Und dann unten noch mit Erdnussstückchen und Karamell. Und es sollen diese kleinen viereckigen Squares sein oder Squares Würfel. Ja, Kalorien 200 auf zwei Stück. Das geht an sich, ne? 200, so wenig. Bei Erdnussbutter und Co. Naja, vielleicht ist es die Menge, aber so verstehe ich es. Servierung Size, also Servierungsgröße 2 von diesen Würfeln und hier steht pro Servierung 200 Kalorien. Ihr könnt das gleich in den Zutaten Nährwerten selber nochmal lesen. Ja, wir gucken mal, ob es was kann. Also es kommt auf jeden Fall. Wir probieren es jetzt schon mal aus. Dann kann ich euch schon mal sagen, ob es sich lohnt, sich darauf zu freuen oder ob es vielleicht ein Flop ist. Aber ich glaube, es kann schon was. Aber wir schauen mal. Darum bis gleich. Ja, und hier ist es. Snickers Creamy Peanut Butter. So sehen die Squares, also die Vierecke aus. Das ist jetzt ja so ein Standard geworden, dass das ja nicht mehr die großen Riegel einfach sind. Also kleiner Würfel mit Schokolade, aber wie sieht es von innen aus? Ja, und hier seht ihr es. Ihr seht also die dicke Schicht Erdnussbutter. Unten seht ihr das Karamell mit den Erdnüssen, wie wir es kennen, typisch Snickers. Ja, und jetzt kommt es gleich drauf an, schmeckt es denn auch gut? Also ausschauen tut es echt schon sehr, sehr lecker. Wir gucken mal, ob ich euch die Zutaten Nährwerte zeigen kann. Wie gesagt, die sind nicht in Deutsch. Ich muss hier gerade ein Messer reintun, damit es nicht wegfliegt. Ihr habt einmal die Nährwerte. Und die Zutaten waren hier hinter. So, das kriegen wir auch irgendwie hin. Ihr könnt ihr hier einmal ablesen. Wie gesagt, die wird sich von der deutschen Version nicht groß unterscheiden. Das wird fast 1 zu 1 sein. Und jetzt machen wir das Wichtigste. Ich packe die Tüte gleich wieder zusammen. Wir probieren dieses Snickers Creamy Peanut Butter, bevor es in Deutschland ist. Und ihr seid wieder da. Und jetzt können wir es probieren. Optisch sieht es lecker aus. Von innen. Von außen ist es relativ langweilig. Das muss man auch sagen. Aber ich finde einfach, von innen sieht es lecker aus. Es riecht schön nach Erdnussbutter. Ich bin jetzt echt auf den Geschmack gespannt. Also die Erdnussbutter ist auf jeden Fall cremig. Und typisch Snickers, so hast du was zu tun. Ja, das ist interessant. Es haut mich aber nicht 100% aus, obwohl ich denke, boah, geil. Also kann man mal snacken. Ich finde aber ein klassisches Snickers noch geiler. Das ist zwar von der Idee gut, also es ist salzig, also ganz fein, das kommt so im Abgang, merkst du richtig, das ist salzig, die Erdnussbutter ist halt vorhanden, geht, finde ich, aber ein bisschen unter im ganzen Geschmack, weil das Karamell mit einfach so eine Konsistenz hat und intensiv ist, dass so ein bisschen die Erdnussbutter, das Spiel aus beiden funktioniert nicht so gut. Ich finde, ein bisschen das Karamell überwiegt sehr und drückt halt den Snickers Creamy Peanut Butter ein bisschen weg. Also Snickers ist zwar noch als Grundgefühl da, aber dieses Erdnussbutter-Feeling ist halt nicht, geht ein bisschen unter. Also, der schmeckt lecker, so ist es nicht. Ich würde mir aber, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Also, so war das mal ganz geil. Ich hätte es mir noch ein bisschen geiler erwartet. Also, ich hätte es noch erdnussiger erwartet und ein bisschen intensiver. Kann man machen. Bekommt aber von mir nur, ich würde mal sagen, 3,5.
Ja, 3,5 von 5 Punkten. Wie gesagt, ich hätte es einen Ticken geiler erwartet einfach. Ich hätte mir mehr von erwartet. Aber hier ist wirklich so ein bisschen die Erwartung runtergeklatscht. Also, ihr wird auch nochmal gesagt, hier sind keine Farbstoffe drin und keine Geschmäcker. Also, es ist sehr natürlich gehalten. Aber wie gesagt, die Erdnussbutter geht ein bisschen unter. Und bei dem Ding geht es ja um die Erdnussbutter. Das wäre das Wichtige gewesen. Also, ich würde ein klassisches Snickers hier noch vorziehen. Kommt im März nach Deutschland. Könnt ihr ab dann ganz normal im Supermarkt kaufen. Wird auch in diesen kleinen Paketen geben und dann in dieser größeren Box, wo dann 4 oder 5 von den Dingern drin sind, also von diesen Riegeldingern. Könnt ihr gerne ausprobieren. Ich bin gespannt, ob es euch schmecken wird. Vielleicht habt ihr es auch schon mal probiert. Man kann es ja schon bestellen. Wenn ihr nicht auf März warten wollt, also Lauf im März, kann auch sein, dass es bis in April dauert, könnt ihr so bei Snack hier bestellen. Da gibt es ja immer tolle, leckere Sachen. Und ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Freue mich auf eure Kommentare. Wir sehen uns in eins der nächsten Videos bei der Foodshow. Ciao, euer Bob.